Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Wir befinden uns wieder zurück im Dorf und da hinten warten eine Schar von Leuten, bei denen wir mal hingehen werden. Was zum Teufel? Okay, hier liegen tote Banditen. Finde ich gut. Die kann ich looten. Das ist quasi free stuff. Okay. Mit Rock. Wer zieht denn bitte sehr einen Rock über eine Hose? Ich meine, jetzt momentan ist das modern, aber damals. You'll kill me if I tell you. And I'll kill you if you don't. Where are they? Okay, okay. They're at Fort Urok. He wanted them taken there, but I don't know why. I swear, I don't know why. Very well. Sveagard. I'm on it. You are here at a convenient time. Did you find the book? Was bei Oblivion ist hier passiert? Ingvar has crossed yet another line. He attacked the town and while we were out fighting his men, more snuck in and they took Hjalmar and Vilhard. They took them. They took them away from me. We are going to get them back. Please, tell me you found the book. Ja, klar. Finally, good news. Thorlo, she got it. Take a look at the book. Interesting. Yes. So? What does it say? Good news, everyone! Does it have what we need? Yes. It lists the location of the Heart Chamber and much else. This is wonderful! Great. Then let us not waste any more time. We are going to Fort Yeruk to save my wife and child. Of course, my Jarl. We are ready. Shall we meet near the fort to plan the attack? Yes. That is what we'll do. Will you help us attack Fort Yeruk and save my family? Ja, klar kann ich, aber ich warte immer noch auf meine Belohnung. Damn it! There are more important things right now. I promise you'll be compensated when this is over. Will's jetzt haben, sonst rette ich nichts. Meet us at the base of the cliffs below Fort Yeruk. We are going to break in and get my family back. Ich bin doch hier nicht zum Helfen. Das ist meine Quest. Ich werde dafür bezahlt und der Tod ist hier anscheinend beschäftigt. Oder doch nicht. Das schnell war damit beschäftigt, so tot zu sein. Begonnen. Festung Urok. Ah, okay. Festung Urok. Dann gehen wir mal zu Urok. 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 Da ist Urok. Wo müssen wir noch hin? Achso, das sind die anderen hier, die Hans-Dieter-Würstchen. Na gut, warum muss das alles so weit weg sein? Ich glaube, von Borwald kommen wir am schnellsten hin, oder? Ich glaube schon. Ich habe noch ein bisschen an meinem Mikro rumgespielt. Ich weiß nicht, die Lautstärke müsste in Ordnung sein. Auf meiner Anzeige sieht das aus, als wäre ich zu leise. Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Sorry, dass gestern die Folgen ein bisschen zu laut waren. Meine Anzeige zeigt mir halt an, dass ich zu leise bin. Aber wenn ich dann ein Video abspiele, bin ich laut genug. Es lag daran, dass ich halt vorher ein Mischpult dran hatte. Und mit dem Mischpult habe ich natürlich Bass und alles kontrolliert. Und deswegen war meine Tonspur ein bisschen lauter. Und jetzt ist sie ein bisschen leiser. Aber hört sich immer noch laut an. Faszinierend und verwirrend zugleich. Das ist mein Mikrofon. So, wir laufen nach dir rechts. Bitte. Können wir eigentlich unseren Bogen ziehen? Ja. Okay, reiten und schießen ist übrigens nicht wirklich leicht, aber so kann man jagen gehen. Na, Alter, willst du mich verarschen oder was? Ich bin hier Meisterbogenschütze und treffe diesen scheiß Elch nicht oder was? Bleib stehen! Alter, ich treffe den einfach nicht. Ah, Volltreffer. Wer bist du? Achso, eine dämliche Stadtwache, ja.
So, dann laufen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch ein Ziel zum Üben oder so. Also auf dem Pferd zu reiten und gleichzeitig zu schießen, ist schon recht mobil. Das heißt, kein Schwein kommt an mich ran und ich kann immer weglaufen. Das Ding ist schwerer zu steuern als ein Auto. Was logisch ist, weil es ein Pferd ist. Aber ich meine ja nur. Oh, da wären wir schon. Wollen wir? Go speak with Agnar, quickly. I hope you're ready, because we don't have any time to wait. We are going in now. This is an old sewer entrance. We are hoping that it is lightly guarded, and that we can get in without alarming the whole fort. Achso, hier ist eine Falltür. Cool. Ab nach Uroch. Oder Uloch. Wie habe ich das genannt? Uloch. Genau, so ein bisschen schweizerisch oder österreichisch. Ich kann die Dinger nicht auseinanderhalten. Ich kann Schweiz und Österreich nicht auseinanderhalten. Also vom Akzent her. Wo die liegen, das weiß ich, aber den Akzent kann ich nicht auseinanderhalten. Ich glaube, es war schweizerisch, ne? So mit diesem Kr. Schokri. Wie was? Schokri. Schokolade halt, ne? Ich hab keine Ahnung. Kommt einer von euch aus diesem Lande und kann mir helfen? Wir wissen, welcher Akzent zu was gehört. Und mein Ton ist ein bisschen laut, deswegen stelle ich ihn da ein bisschen runter, so. Vielleicht nicht Concentration an den Dingen. Mhm. You don't stand a chance. Too soon. You've got what it takes. Wieso schleiche ich überhaupt? Bogenschützenkampf, komm schon. Heftig, die Scheiße. Weißt du, er zielt auf eine Wand und versucht mich zu treffen. Wie doof ist denn das? Der macht einfach mehr Schaden als ich. Dafür bin ich aber unfair. Bist du eine Frau? Der hat doch eine weibliche Frisur. Der hat hundertprozentig eine weibliche Frisur. Aber hörst du auch wohl aufzustehen? Ich betrachte deine Frisur. Ganz ehrlich, Männer tragen doch nicht so eine Zöpfe. Das sind Frauenfrisuren, ganz ehrlich, Frauenfrisuren. Erstmal sein Gold klauen. Geh mal zu einem ordentlichen Friseur, Mann. Oh, cool. So. Ah, den Baren möchte ich nicht. Ich will Janus Amulett gerne und... Keine Ahnung, den Hammer brauchen wir auch nicht. So, wer ist der Feind? Ich glaube, die blutige Person da hinten. Mein Gott, bin ich gut. Das sind immer die Blutigen. Das sind die Bösen. Was ist das wirklich necessary? Diese Blutmod, ne? Das ist echt ein bisschen abartig. So, wollt ihr jetzt weitergehen? Ihr produziert hier einen Stau. Geht gar nicht. Sag mal, geh! Ich hasse alte Menschen, die einfach nicht vorankommen auf der Straße, ne? Oh. Dann noch schön Händchen halten über die ganze Straße. Und vorne weg ihre kleinen Rollviecher da. Da heißen die nochmal. Keine Ahnung, wie die Rollviecher da heißen. Da wo die ihr ganzes Gepäck und so reinlegen. Ihre halbe Wohnlandschaft. Aus so einem Gepäckträger. Er muss dazu sagen, in meiner Stadt sind die Straßen auch sehr klein. Es sei denn, man ist in der Stadt. Das ist so ein. Also so ein riesiger Weg quasi. Also so. Nimm alles nochmal. So eine breite Straße. Und normalerweise kann man. Also unter der Woche kann man da gut rumlaufen. Und am Wochenende kannst du es voll vergessen. Weil da 1000 Leute auf der Straße sind. Und alle halten sie Händchen und laufen nebeneinander. Gemein. So. Irgendwann, Freunde, irgendwann treffen wir uns mal gemeinsam. Dann halten wir alle Händchen zusammen und gehen so über die Straße und nerven erstmal die ganze Bürgerschaft. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht hin. Nee, die blockieren alles. Ich will nur die Pfeil haben. Dankeschön. Naja, hier liegt noch eine schöne Fackel. Ey, wir könnten eigentlich damit Licht produzieren, ne? Wieso habe ich das nie gemacht?
Nicht um meine scheiß Zauber, weißt du? Ich muss jedes Mal die Zauber rausholen, um Licht zu machen. Aber hätte ich so eine Fackel in die Hand nehmen können, hätte meine Waffe behalten können. Ich wäre so durch die Gegend gelaufen. Okay, die Lichtquelle ist einigermaßen scheiße. Das macht nicht mal Licht. Das macht kein Licht. Willst du mich verarschen? Alter, wie viele Sachen habe ich dabei? Zwei dabei. Hey, jetzt macht das Ding Licht, ja. Am besten so noch durch die Gegend schleichen. Ich bin ein Dieb mit der Fackel. Beobachtet mich gar nicht, nein. Das Feuer, das bewegt sich von allein. Wir laufen schon mal vor. Gucken, was wir so finden. Hallo, bin nur ein Dieb mit der Fackel. Mach dir keine Sorgen. Es funktioniert. Es funktioniert einfach. Entweder sind sie selten dämlich oder ich habe eine dunkle Fackel, die niemand sehen kann. Was sehe ich? Oh, Heilung. Ewige und höchste können wir mitnehmen, das ist gar kein Problem. Oh, die Triche sind immer da. Immer gern gesehen, immer da. Was erzähle ich denn da? So, aus dem Weg, Mädels. Ich geh schon mal vor, ja. Die brauchen da sowieso 10 Jahre für den Typen. Da kann ich schon mal vorne hier alles clear machen. Dass wir keine Ewigkeiten brauchen. Hier sind anscheinend so eine Gefängnisse, ja. Ist hier vielleicht die Frau irgendwo drin? Nee. Vielleicht auf der anderen Seite. Wir gucken mal hier. Nee, auch nicht. Gut. Alter, das hört sich an, als wären sie direkt neben mir. Die sind einfach eine Etage unter mir. Was haben wir denn hier? Anscheinend keine Tür. Ich hätte schwören können, dass es eine Tür ist, aber es ist anscheinend keine Tür. Ach nö, jetzt muss ich auch noch warten auf die Penner. Kann ich warten? Natürlich nicht. Was ist das hier für ein Scheiß? Das ist doch keine Tür. Was soll denn das? Oh! Ihr seid frei! Scheiße. Wo bekomme ich einen Schlüssel her? Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Okay. Sie ist gerade gefangen und wir reden darüber, dass ich ein Haus kaufen möchte. Ich liebe es. Wonderful. We're happy to have you living in town with us. Here's the key to your new home. Dankeschön. Bürger. Kann ich eine Kopie des Strafgeldverzeichnisses haben? Sure thing. We make the bounty information public to everyone. Here's a copy of the ledger. Aha. Würde gerne mal, was macht ihr hier in der Gegend? I manage a lot of the land and policies under Ragnar. I make sure the guards are paid, the taxes are collected, and that the people are happy. Though recently I have also been helping many people through the hard economic times. If they can't pay taxes, or are at risk of going out of business, I work with them. I help keep Svea's shop, Helena's market stall, and even the Reynolders' farm running. Though I haven't heard from the Reynolders in a long time, I hope they are right. Okay, warte, nein! It's Daddy! Ah. I told you he would come save us! Agnar! Yalma! Wilhard! You are alright! Man, everyone's here! Mr. Thorlo, Svegard, Olgar, and you! You must be the Traveler! Man, these guys are in trouble now! Stand back, you two! Olgar, get the door! I'm on it! Das hätte ich besser machen können. Get going. We have to get out of here as soon as we can. What can I help you? Die bleiben einfach hier drin. Was ist mit diesen Reynolders? Annika and Lena Reynolder run a farm just northwest of Borvald.
They do most of their trade there, but from time to time they stop by to say hello and trade with the townsfolk here in Amber Creek. Many people here are their friends. However, they haven't stopped by in a long time, and I'm starting to wonder if something has happened to them. I wouldn't be surprised with all this bandit activity lately. I don't mean to order you around, but could you please stop by their farm the next time you're in that area? I just want someone to check in on them and make sure they're right. I'd owe you if you did so. Okay. Be careful out there. Was ist meine Fackel? Meine Fackel abgefackelt? Tatsächlich. Die Fackeln gehen kaputt. Wollt ihr? Wollen wir? Wollen wir? Das ist keine Tür. Was machst du da? Hardly the time to talk, don't you think? Es ist keine Tür. Mann, mach doch mal die Tür auf. Da setzt er sich erstmal hin und chillt. Mit einem Bier. Willst du mich verarschen? Well, they know we are here. So we don't have many options. We have sealed the door behind us, so they can't ambush us. Which leaves us one exit. However, it is locked, and the one key we found doesn't open it. So, take the key and go through the door on the left. Maybe you can find another way out. We'll work on getting the door open. Let us know what you find. Das wird schon werden. Get going. We have to get out of here as soon as we can. Ich hoffe, du krepierst nicht, du schuldest mir noch was. Okay. Nehmen wir mal die Fackel mit. Und diese auch. Bleib bloß da, ey. Wir nehmen mal ein paar Fackeln mit. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir so mit der Fackel durch hier laufen können, ohne dass uns hier jemand sieht. Hat nämlich was. Es hat was. So. Dann würde ich aber vorher gerne mal die Lautlosigkeit auffrischen. Die Lautlosigkeit. Guck mal, wie dunkel das wird, wenn wir keine Fackel mehr haben. So, dann nehmen wir mal den Dolch in die Hand. Und eine Fackel. So. Ugh, I need a nap. Du kannst gleich eine Mütze voll Schlaf kriegen, gar kein Problem. Es. Oh! Ich glaube, ich habe was vergessen. Oder nicht gesehen. Ah, hi. Es ist nur eine normale Fackel, macht euch mal keine Probleme. Die Fackeln hören ganz normal durch die Gegend. Ach. Los, macht sie fertig! Macht sie fertig! Also ich kann die Tür nicht zumachen. Der Kleine will kämpfen, ja! Er ist unsterblich. Wir können eigentlich gar nicht verlieren. Vielleicht sollten wir das mit der Torch wohl sein lassen. Allerdings ist es so dunkel immer. Na, wir können sie jederzeit rausholen. Wir sammeln jetzt mal ein paar Fackeln ein. Wie für den Fall der Fälle. Wenn wir nicht mit den Fackeln durch die Gegend laufen, wenn es mal zu dunkel wird. Ach, die Tür ist... Wer macht denn bitte sehr hinter uns die Tür zu? Kann ich mich verstecken da? Na gut. Ah. Können mich hier durch die Wand sehen anscheinend. Okay, so kann ich nicht zielen. Lass mich durch. Bitte. So, aus dem Weg. Jetzt geh doch mal aus dem Weg, du Olle. Mein Gott. Für diesen komischen Bandit da hinten. Er ist nämlich tot, sollte ich ihn treffen. Oh mein Gott. Das ist doch nicht dein Ernst. Ein billiger Bandit und ich treffe den nicht. Er ist hier gerade erst aufgestanden. Kann sie wieder, schon wieder runter. So, dann schleichen wir mal weiter. Diesmal ohne Fehler. Und ich nehme das Gold an mich. Dankeschön. Man könnte auch die Fackeln dran lassen. Aber nein, der Zero nimmt sie gerne mit. Jetzt werde ich bestimmt so ein Fackelmessi. Hallo, mein Freund.
Bist du alleine hier? Anscheinend nicht. Huh? Who's there? Niemand. Nur eine Leiche, die da schon immer war. I just know that I heard something. Nein, das muss der Typ da gewesen sein, der gestorben ist. I must be seeing things. Ja, sterbende Leute. Sehe ich auch oft, täglich. Okay. Da ist noch eine Truhe. Nehme ich mit. Naja. Hier ein bisschen Geld. Können wir die mal mitnehmen. Ich kann die Fackel nicht mitnehmen. Oh. Rangeschweißt. Wir haben Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen. Da wäre ein Schalter gewesen. Haben wahrscheinlich gemerkt, dass den Fackeln fehlen und haben sie dann dran geschweißt. Schweine. Bist du alleine? Scheint jemand anderes hier zu sein, ne? Merkt er das eigentlich, wenn ich hier... Gut, hier fehlt ein Arm. Geister. Hat sich ja von oben gesetzt. Müsst ihr euch mal vorstellen, dass irgendjemand will euch irgendwas auf den Kopf setzen und ihr merkt das einfach nicht. Kann ich jetzt hier rumlaufen, ohne dass er es merkt? Scheiße, ich glaube, das ist ein bisschen... Ehrlich. Komm, verprügeln wir ein bisschen, lernen wir Einhändigkeit, ne? Bleib unten. Okay, Level up. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.